Kuchen backen, sauber machen, mit der Familie spielen. All das passiert aktuell hinter verschlossenen Türen, um sich die Zeit in Corona-Quarantäne zu vertreiben. Besonders die Kleinen wollen drinnen beschäftigt werden, so auch der Spross von Kati und Mats Hummels. Die Influencerin hat da ihre ganz eigene Methode gefunden. Sie hält ihren Ludwig mit einer lustigen Tanzeinlage auf Trab. Vergnügt hüpfen die beiden zu Kindermusik durchs Wohnzimmer. Klein Ludwig voll und ganz in seinem Element. Auch hier versucht die 32-Jährige, die Privatsphäre ihres Sohnemanns zu wahren. Das gelingt ihr jedoch nicht zu 100%. Als der kleine Blondschopf keine Lust mehr auf Tanzen hat, wandert er schnurstracks an seiner Mama vorbei, mit direktem Blick in die Kamera. So schnell kann Kati gar nicht reagieren, um das Gesicht ihres Sohnes zu verdecken. Das gelingt ihr hier auch nur so halb. So schnell wie Ludwigs Gesicht im Bild zu sehen ist, ist es allerdings auch schon wieder verschwunden. Da muss man wirklich ganz genau hinschauen, um ihn erkennen zu können. Doch für Kati selbst scheint dieser kleine Moment der Aufmerksamkeit kein Problem zu sein, sonst würde sie ihn schließlich nicht mit ihren Fans teilen. Erst vor ihrem Thailandurlaub hat uns die Frau von Mats Hummels diese privaten Einblicke gewährt. Scheinbar lockert das Model mit der Zeit seine Regeln in Bezug auf die Privatsphäre ihres Sohnemannes ein wenig auf. So oder so, mit Familienmomenten wie diesem macht Kati ihren Fans immer wieder eine Freude.